Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Welsh Pony Kaufvideo. Ein bisschen verspätet, da ich ja letzte Woche noch im Urlaub war. Jetzt bin ich zu Hause und auch erstmal ein bisschen länger, denn ich habe mir am Wochenende den kleinen Zeh gebrochen. Ja. Jedenfalls bin ich jetzt die Treppe nach oben gehumpelt, heldenhaft, um dieses Video für euch aufzunehmen. Und es wird auch nicht das einzige Welsh Pony vom Typ B bleiben, wie wir hier sehen. Dennis, kommen noch weitere. Dennis hat auch noch wieder eins ausgesucht und ja, also ich habe sie mir angeschaut schon mal im Trailer und also nee, zwei sind definitiv zu wenig. Gut. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier mit dem Schimmelchen in Frau Pinthammer anzufangen, was aber nicht heißt, dass nicht womöglich genau dieses Welsh Pony heute bei mir einzieht. Ich bin tatsächlich noch komplett unentschlossen. Lediglich das, was sich Dennis ausgesucht hat, scheidet für heute aus, denn das kommt dann morgen. So. Das Welsh Pony hat 4 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 1 Punkt auf Ausdauer und 0 Agilität und kostet 800 Star Coins. Seit tausenden von Jahren ist Wales die Heimat des allseits beliebten Welsh Ponys. Diese Rasse wurde von Land und Leuten geprägt und hat sich zu einem robusten und strapazierfähigen Pony entwickelt, das auch unter schwierigen Bedingungen zurechtkommt. Einige dieser Ponys gehören wilden Herden an, die unzählige Generationen zurückreichen, andere arbeiten an der Seite von Bauern, während wieder andere von Königen gehalten und verwöhnt wurden. Im Mittelalter war die Rasse als starkes und schnelles Pony etabliert, das sich zum Ziehen eines Pfluges genauso eignete wie zum Einsatz in der Schlacht, und es gab sie in verschiedenen Größen. Erst um 1900 wurden die Welsh Ponys in den Zuchtbüchern offiziell nach Größe und Körperbau eingeteilt. Die sogenannten Sektionen sind das übrigens. Gerüchten zufolge waren die wilden Welsh Ponys der Südhufhalbinsel ursprünglich im Besitz der Familie Winterwell, die sie irgendwann sich selbst überlassen hat. Das war für sie durchaus von Vorteil, denn die Ponys gediehen dort prächtig. Aber ihre Anpassungsfähigkeit führte dazu, dass viele Bewohner Jorvik sich ein Welsh Pony zulegten, das perfekt für Arbeit, Kampf und Freizeitaktivitäten im Klima Jorviks geeignet war. Welsh Ponys haben das typische freundliche Wesen eines Ponys, lernen schnell und beherrschen jede Disziplin, in der sie ausgebildet werden. Ebenso vielfältig wie sie ist auch ihr Fell, das es in allen möglichen Farben gibt. Dieses Welsh Pony ist der Reittyp auch Sektion B genannt und ist der leichteste der Welsh Pony-Typen. Obwohl es eleganter ist, hat es sein Bergpony-Erbe nicht verloren und ist immer noch zäh und bereit, über jedes Terrain zu galoppieren. Alles, was ein solches Welsh Pony braucht, ist ein Weggefährte, der mit seiner Ausdauer mithalten kann. Und ich würde mal sagen, da sind wir doch, oder? Also hier haben wir jetzt, wie gesagt, das Schimmelchen mit den grünen Augen. Es ist nicht so ganz strahlend weiß, es ist so ein bisschen altweiß, hätte ich gesagt. Es sieht so ein bisschen dunkler weiß aus, was ich sehr cool finde, weil ja, es gibt auch Schimmel, die wirklich richtig strahlend weiß sind. Aber ich persönlich mag das, glaube ich, so ein bisschen lieber hier in den Spielen, wenn sie so ein bisschen cremiger weiß sind. So, so viel hierzu. Dieses Welsh Pony wird hier für 4 Wochen in Fort Pinter stehen. Die anderen stehen beim Einsiedler und da geht's jetzt hin. So, und hier beim Einsiedler sind jetzt eben auch die anderen. Wir haben zum einen diesen wunderschönen Rowan, dieser ganz, ganz tollen Blässe. Und ja, ist auch so ein bisschen grün die Augenfarbe, so grün-gelb. Wir sehen hier richtig krass diese Stichelhaare, ganz super detailliert gearbeitet. Übrigens auch schön, finde ich hier unten, den Übergang von Fell zu Huf am Kronrand. Finde ich auch sehr, sehr schön gelungen. Also das gefällt mir auch sehr gut, das Welsh Pony. Dann haben wir hier einen Rappen. Der hat auch richtig tief dunkelbraune Augen. Und diese ganz, 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 ganz feine Schnurblässe. Die sind so ein bisschen wackelig auch hier, ne? Also wenn, ich glaube, wenn man die fotografieren will. Och, ich finde den Kopf total zuckersüß. Also wirklich richtig goldig. Eher so ein bisschen dieses konkave Profil, also nach innen gebogen. Nicht so heftig wie bei einem Araber. Aber es ist doch da. Dann haben wir hier diesen Dunkelfuchs. In der Farbe haben wir auch ein Mavari und ich glaube auch ein Jorvikisches Warmblut. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Guck mal, hier unten haben wir sogar einen zweifarbigen Huf. Da ist nämlich nochmal so ein kleines Dreieck in Weiß.
Und hier unten, hier hinten haben wir das quasi genau gespiegelt am Huf. Dann haben wir diesen super schönen Deppelt Palomino Sabino. Mit der breiten Blässe. Den braunen Augen, braun-orangene Augen. Hier eben diese Sabino-Scheckung des Bein hoch und unten am Bauch. Diese paar Sprenkel und diese ganz, ganz tollen Deppels hier. Im Fell. Und hier haben wir noch einen Lichtfuchs. Ebenfalls braune Augen, ein bisschen dunkler, auch eine breite Blässe. Wir haben eigentlich fast alle eine breite Blässe, fällt mir auf, ne? Also auch sehr, sehr schick, muss ich wirklich sagen. Und die Entscheidung wird mir echt nicht leicht gemacht. Also lasst euch überraschen. Und damit herzlich willkommen bei Pepper in der Box. Das ist Pepper. Bei mir ist jetzt der Rowan als erstes eingezogen. Einfach aus dem Grund, glaube ich, mit dass die Blässe mir so unfassbar gut gefällt. Ich glaube tatsächlich, mir hätte das Pferd als Nicht-Rowan sogar noch besser gefallen, wenn jetzt die Farbe überall so wäre wie am Kopf, weil ich finde, das ist ein unfassbar schöner Braunton. Und dann eben dieser Übergang in Schwarz-Weiß an den Beinen. Ich glaube, da wäre es für mich tatsächlich noch cooler gewesen. Aber ich finde es einfach auch so eine richtig tolle Farbe und wir haben einfach auch noch nicht so viele Rowans. Wie gesagt, super cool finde ich diese krassen Details mit den einzelnen Haaren, die man hier sieht. Die finde ich mega gut gelungen. Ich liebe die Blässe. Ich finde das total toll mit den vier weißen Abzeichen an den Beinen, dass der Schweif so ein bisschen heller anfängt. Und das hier ist jetzt die neue Standardmähne der Welsh Ponys mit dem einen dünnen geflochtenen Zopf ganz vorne. Aber wir werden uns natürlich auch die anderen Mähnen noch wieder angucken. So, und was wir uns natürlich auch angucken werden, ist das Putzen. Und da fällt jetzt gerade, finde ich, zum ersten Mal auf, wie klein das Welsh Pony doch ist. Aber ich finde, das ist passend, denn die Welsh Ponys der Sektion B sind tatsächlich sehr klein. Noch kleiner ist nur Sektion A. Es ist tatsächlich so, dass es von A bis D, glaube ich, sie staffelt. Ich glaube, es gibt Welsh Pony A, B, C, D und es gibt die Cobs. Aber Angaben sind ohne Gewähr. So, und knuddeln wollen wir das kleine Pony doch auch mal noch kurz. Oh, das passt gut, finde ich, von der Animation. Sehr schön. Gut, dann ziehen wir jetzt Pepper mal ganz kurz ein Zaumzeug um. Eins, was ich finde, was... Ja, irgendwie passt es schon. Ich dachte erst, es passt gar nicht, aber irgendwie passt es schon. So. So, dann komm. Klein die sind. Ja, aber wie gesagt, es passt. Es passt. So, erstmal die Animation beim Führen. Finde ich schon mal schön. Fällt mir auf jeden Fall gut. Waschen zeige ich euch nicht wieder. Das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist einfach immer... Es ist ja das gleiche wie beim Putzen. Von daher würde ich jetzt sagen, werde ich schon mal ein Outfit auswählen. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die neuen Reithalfter, denn es gibt jetzt englisch kombinierte Reithalfter, das heißt die englischen Reithalfter wie dieses hier, aber noch kombiniert mit einem Speerriemen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die ja, funktionieren dann ab dem Welsh Pony und das gucken wir uns jetzt erst noch an. Und ich sehe gerade, da ist noch so einiges Neues dazu gekommen. Wir haben nämlich auch neue Halfter, so geflochten mit so einem Führstrick dran. Die sind alle recht teuer. Was sagen die denn wertetechnisch? Wertetechnisch sind die auf jeden Fall Champi-tauglich. Das hier finde ich total hübsch. Wobei, ich reite einfach mit sowas keine Championate, weil es ist halt für mich kein Reithalf. Das ist für mich zum Führen. So, und dann haben wir die hier. Ebenfalls Champi-tauglich, sehe ich gerade. Und die sind auch wieder deutlich günstiger. Und die finde ich sehr schön. Die finde ich sehr, sehr schön gelungen und auch in ganz, ganz vielen tollen Farben, muss ich wirklich sagen, sehr schön umgesetzt. Sehr, sehr schön. Alle Champi-tauglich, alle günstig. Haben wir hier mit goldenem und silbernem Metall mit einer D-Ring-Trense. Und wir haben hier eine Narzisse, eine Osterglocke als Dekoration, die ich jetzt hier aber gerade leider nicht sehe. Dann werde ich sie wohl mal kaufen müssen.
dass wir die auch am Pferd mal sehen können. So, sehr, sehr schön und auch kostengünstig mit 5.200. Das habe ich gerade noch an Schillingen. Das heißt, da werde ich jetzt bestimmt eine von kaufen. Welche seht ihr gleich. So, da seht ihr jetzt auch das Outfit. Und zwar trage ich den coolen Reithelm aus dem Shopping Center, die weiße Polarjacke aus dem Shopping Center, die beige Winterhose vom Jorvik-Stall, die robusten Ranch-Handschuhe von der Starshine Ranch und die stilvollen Archäologenstiefel vom Ausgraben in Epona, müsste das, glaube ich, sein. Pikachu. Tut mir leid. Und dann haben wir natürlich, nicht zu vergessen, Pepper, um die geht es ja hier hauptsächlich. Ich glaube, das war die letzte Nachricht. Und die geht es ja hier hauptsächlich, haben wir das englische Reithalfter in Kastanienbraun und Gold. Tut mir leid jetzt gerade für die vielen Nachrichten hintereinander. Ich finde, das sieht einfach farblich unfassbar toll aus auf diesem Braun vom Kopf. Also richtig, richtig schön. Dazu den schokoladenbraunen Klassik-Springsattel hier aus Moorland oder auch aus dem Shopping Center. Der hat auch goldene Reitstiefel, goldene Steigbügel, wollte ich sagen. Die rasende Reiterin-Satteldecke in Indigo. Ich fand irgendwie diesen Gegensatz von dem tiefen Dunkelblau zu der wunderschönen Osterglocke hier oben, zu der Narzisse, fand ich sehr, sehr hübsch. Und dazu einmal noch auf der anderen Seite haben wir die hübsche Satteltasche mit einem Aufdruck. Weiß gerade gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Und den sommerlichen Blumenstrauß. Und ich fand, der Blumenstrauß, der passt ziemlich gut hier zu der Narzisse. Wo ich den jetzt aber allerdings her habe, da muss ich leider auch wieder passen. Momentan ziehe ich noch eher die winterlichen Sachen an. Ich würde sagen, ab März können wir da langsam wieder ein bisschen dünner werden von den Klamotten. So, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns die Gangarten an. Das im Stehen haben wir schon gesehen. Führen haben wir auch schon gesehen. Gucken wir uns das Rückwärtsrichten an. Und das gefällt mir gut, auch wenn es eigentlich wieder nicht die richtige Schrittfolge ist. Aber ich finde so die Haltung vom Kopf her sehr, sehr schön. Das Steigen finde ich auch gut. Das gefällt mir gut. Nicht so viel rumgezappelt, aber halt schon zeugt von so ein bisschen, ne? Ich will. Dann haben wir hier die Levade als spezielle Gangart, in Anführungsstrichen, als spezielle Animation, wenn wir im Stehen auf die Leertaste drücken. Und dann gucken wir uns jetzt den Schritt an. Den Schritt finde ich schon mal schön. Schöne Schrittfolge. Eifrig nach vorne. Die Mähne wippt schön mit. Der Schweif weht schön mit. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal alles sehr, sehr gut. So, gehen wir in den Trab. Schöne, entspannte Kopfhaltung. Jetzt nicht ganz vorwärts, abwärts, aber finde ich soweit sehr schön. Der Schweif wippt auch sehr, sehr entspannt mit nach links und rechts. Gefällt mir sehr gut. Aber als Galopp auch schön. Also ich finde, das sind wieder Längen an Unterschieden zum Appaloosa. Von den Animationen her finde ich das hier, guck mal, das sieht so locker gelöst aus, so locker flockig vom Hocker. Gefällt mir gut. So, gehen wir in leichten Galopp, dann nimmt es den Hals so ein bisschen mehr nach vorne. Guck mal hier, der Blick, das ist so, ich will jetzt. Das ist so entschlossen irgendwie, dieser Blick, finde ich. Und wenn wir noch schneller werden, streckt es sich richtig, nimmt den Kopf mit nach vorne, der Schweif wippt schön mit. Der Rücken sieht auch nicht steif aus, also von den Animationen her finde ich das auf jeden Fall tipptopp, muss ich wirklich sagen. Also, ja, der Hals streckt sich vielleicht ein bisschen zu extrem, aber das wäre jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Aber das sieht man auch bei Welsh Ponys häufiger schon mal, würde ich sagen. Ich verfolge da eine Seite auf Instagram, die haben sehr viele Welsh Ponys und das sieht da auch so aus. So. Der schnelle Stopp gefällt mir auch gut. Gibt es jetzt für mich auch nichts zu meckern. Also jetzt noch als Springpony. So, hier stehen jetzt natürlich ganz schöne Klamotten in der Bahn für so ein kleines Pony. Aber in Star Stable kann ja zum Glück jedes Pferd jedes Hindernis überwinden. Und das, was ich hier sehe an Sprunganimationen, gefällt mir gut. Ich mag das, wenn die Pferde so ein bisschen über dem Sprung noch nach hinten kicken.
So, zack. Dieser Moment finde ich echt gut. Der Reiter könnte sich ein bisschen mehr nach vorne lehnen, aber ich denke, das sind alles so Sachen, ich glaube, die kommen dann, wenn das große Charakter-Rework kommt. Ist jetzt mal so meine Vermutung. So, das Ganze jetzt auch mal noch aus dem Renngalopp. Finde ich super. Also, huch, das hat jetzt ein bisschen geleckt. Ich muss wirklich sagen, das Welsh Pony begeistert mich auf ganzer Linie. Es hat mich im Trailer begeistert, als ich es da das erste Mal gesehen habe. Da dachte ich mir schon, oh, okay, das kann was werden. Und im Spiel ist es jetzt für mich das Gleiche. Boah, guck mal, dieses Riesenhindernis an neben dem Welsh. Also ich finde es spitzenmäßig, muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich begeistert. Tipptopp bislang der erste Eindruck. Jetzt gucken wir uns noch die Mähnen an und ja, dann war es das schon wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Hier sehen wir jetzt die Mähnen, die Standardmähnen nochmal mit dem einen kleinen Zöpfchen. Hier sehen wir übrigens auch nochmal sehr schön die Strasssteine am Stirnriemen von dem Reithalfter. Finde ich auch sehr schick. Also hier die Standardmähne finde ich auf jeden Fall sehr süß mit dem einen kleinen Zöpfchen an der Seite. Schöner, voller Schopf und ich finde auch den Schweif sehr schön. Ich bin eher so ein bisschen ein Fan von diesen mittelvollen Schweifen. Ich mag es nicht, wenn es so ganz gerupft aussieht, aber auch nicht so extrem voll. Also von daher für mich persönlich optimal getroffen. Oh, Leute, die kurze Mähne hier, da ist auch nochmal dieses kleine Zöpfchen vorne. Die sieht aber auch richtig gut aus. Ich finde, die sieht turniermäßig schick aus. Welsh Pony sieht man ja auch oft in Ponyprüfungen. Auch hier dieser kürzere Schopf, der dann so zur Seite geht. Also, finde ich nicht schlecht. Muss ich tatsächlich sagen. Sieht man dann natürlich in dem Fall hier auch die Blässe noch schöner. Könnte durchaus eine Überlegung wert sein bei mir für diese Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch diese ganzen einzelnen Zöpfchen. Die haben wir, glaube ich, zum ersten Mal bei dem Paint Horse gehabt. Da kamen sie rein. Auch die finde ich echt süß hier bei dem Pony. Da ist dann auch der Schweif so ein bisschen mit eingeflochten. Mag ich jetzt aber, wenn ich das so von hinten sehe, mit der Farbe nicht so ganz. Ist aber Geschmackssache. Mal diese dunklen dann auf dem hellen Fell. Es ist süß, aber ist jetzt nicht meins von der Farbe. Oh, hier haben wir noch eine neue. Ganz lang an der Seite runter. Ohne den Zopf, mit einem ganz langen Schopf. Schweif bleibt gleich. Die hätten wir hier auch noch. Auch nicht uninteressant. Dann haben wir noch die kurze freche Stehmähne. Die sieht auf jeden Fall auch lustig aus. Würde ich jetzt, glaube ich, hier nicht nehmen bei der Farbe. Schweif bleibt gleich, aber ich finde es trotzdem ganz süß. Dann haben wir hier komplett abrasiert. Die ist jetzt bis auf den Achaltekina oder das Mavari ehrlich gesagt nicht so meins. Weil ich finde, da passt die einfach nicht so gut zu den Pferden. Aber das ist auch eine Geschmackssache. Gemacht ist sie gut. Zöpfchen natürlich auch. Die Zöpfchen finde ich bei einem Welsh Pony auch sehr, sehr schön. Könnten vielleicht so ein bisschen größere Knötchen sein. Aber sehr schön. Und ich finde, es passt auch sehr gut zum Weltsprung. Und dann haben wir jetzt hier noch einmal, was haben wir denn? Was ist jetzt hier der? Ah, das ist kürzere. Das sind kürzere Zöpfe. Guck mal, die sind länger als die hier. Deutlich länger. Das heißt, wir haben die gleichen Zöpfchen hier auch nochmal in kürzer. Finde ich persönlich schöner als die ganz langen. Aber momentan muss ich sagen, liebäugle ich extrem mit dieser kurzen Mähne bei der Farbe hier. Finde ich irgendwie mega cool. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber finde ich einfach irgendwie mega nice. Schwierig. Ich überlege mal noch eine Runde. Schreibt doch auch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann geht es morgen weiter mit dem Kaufvideo, wo Dennis sich für einen Welsh entscheidet. Das habe ich eben auch schon gekauft. Das seht ihr dann direkt in der Box. Und schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, eure ersten Erfahrungen. Das Welsh Pony ist ja jetzt schon eine Weile draußen. Ich bin ja etwas verspätet. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.